Gut, 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 gut. Also, mein Gott, das Blut läuft wie die Sau. Und es brennt in den Augen. Apropos, Kunstblut. Hallo, Lena Nitro. Hallo. Hat dein Kunstblut auch in den Augen gebrannt, als du... Du stirbst ja in Curse of Dr. Wolfenstein. Stirbst du da, oder? Das sage ich dir nicht. Ja, wenn ich diese Bilder anschaue... Das verrate ich noch nicht. Gut, kein Spoiler, aber ihr Kunstblut, das brennt doch in den Augen. Ich finde, das hat gar nicht so schlimm gebrannt in den Augen. Das hat einfach nur komisch gerochen. Das fand ich viel schlimmer, als das in den Augen brennen. Und das ist auch eine besondere Blut. Doch, geschmeckt hat's gut. Ja, okay. Ja. Und hier sind wir mit Mark Rostock. Mark Rostock? Ja. Rostock, Verzeihung, komm mal her. Du bist der Regisseur von The Curse of Dr. Wolfenstein. So ist es. Bist du beeinflusst durch das Videospiel, wo man in Deutschland keine Werbung machen darf? Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber der Titel ist schon sehr ähnlich, hä? Ja, er ist schon sehr ähnlich. Ich sag mal, wir wollten eine kleine Trashgranate zaubern. Ich hätte es auch der Fluch des Dr. Frankenstein oder sonst was nennen können. Aber Frankenstein wurde schon so oft verwendet, dass es mittlerweile ausgelutscht ist. Und ich habe gesagt, wir nennen es The Curse of Dr. Wolfenstein. Das gefällt mir einfach. Und wir haben es absichtlich dann auch mit 2F geschrieben, damit es in keinster Form irgendwelche rechte Verletzungen gibt. Und wie gesagt, mit dem Computerspiel hat es überhaupt nichts zu tun. Nein. Aber interessant, ich sag's, eine kleine Trashgranate, aber es macht ja ziemliche Wellen. Man liest überall darüber, du hast eine gute Besetzung, Lena Nitro, Oliver Kriegel ist dabei, Michael Metz ist dabei. Das nimmt doch Dimensionen an, die du vielleicht so gar nicht erwartet hast. Kann das sein? Naja, es war ja gezielt. Man macht ja das Casting vor dem Film und man weiß ja auch, was man machen möchte. Natürlich hat das Dimensionen angenommen und das hatten wir natürlich auch gehofft, dass es diese Dimensionen annimmt, sind wir mal ehrlich. Ich freue mich sehr darüber, auch so tolle Leute dabei gehabt zu haben, wie die Lena, wie den Mika und viele andere. Es würde jetzt viel zu lange dauern, die alle zu nennen, aber es war ein super Crew, super Team und wir alle haben daran gearbeitet, dass aus dieser anfänglichen Trash-Granate, die ich geplant hatte, doch was sehr Großes geworden ist. Frage an dich. Du als Filmstar aus der christlich angehauchten Filmszene, wie kommst du, dass du in einem Horrorfilm mitmachst? Ich hatte ein Angebot und habe einfach gedacht, oh, warum nicht mal ausprobieren? Ne? Ich gucke selber privat gerne Horrorstreifen und solche Sachen. Deswegen dachte ich, ja, mal mitmachen. Und ich würde jederzeit auch gerne wieder mitmachen, weil es war super geile Tage da. Es hat super viel Spaß gemacht. Das Team, danke, 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 war einfach nur toll. Und was für Horrorfilme schaust du, wenn du zu Hause alleine bist und dich gruseln möchtest? Na, alles, was schlimm ist mit Blut. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, der Titel muss es sein, sondern ich gehe auch in die Videothek und gucke einfach, was auf Cover mir gefällt. Ne? Mhm. Habt ihr das jetzt auch in einem anderen Film noch mitgemacht? Wedding Party, kann das sein? Oder du wirst mitmachen? Also es ist geplant, dass ich da mitmachen werde. Dazu kann ich nur leider noch nichts sagen. Das ist noch in der Schwebe. Man hat so Gerüchte gehört. Okay, gut. Jetzt noch ganz kurz. Um was geht es in The Curse of Dr. Wolfenstein überhaupt? Ich will nicht zu viel verraten, aber ein bisschen was kriegt ihr schon. Das hat was mit dem Doktor zu tun? Ja, sicherlich, sicherlich. Also Dr. Wolfenstein forscht an einem Serum, um ja, die Unsterblichkeit zu erlangen. Er wird sich dabei an unterschiedlichen Menschen vergreifen, um sein Serum zu testen. Das ist alles so in der Vorgeschichte, die dann so um 1930 spielt. Und da werden wir auch erfahren, dass er sich dann mit okkulten Ritualen auseinandergesetzt hat und sich bei einem Selbstversuch mit Nekrose infiziert hat. Nekrose? Bei Nekrose sterben einem die Körperteile ab. Er wird natürlich von der Dorfgemeinde für seine grausamen Taten dann gelyncht. Und der Film spielt dann in der Gegenwart weiter und Doktor hat natürlich nicht aufgehört zu praktizieren. Nein, ganz im Gegenteil, ihm sterben weiter die Körperteile ab und seine einzige Chance, um an seinem Serum weiterzuarbeiten, um es zu modifizieren, muss er Teenager dezimieren und ihre Körperteile nutzen und sich die unterschiedlichsten Arten von Körperteilen, Organen oder sonst irgendwas ersetzen. Dabei vergiftet natürlich diese Nekrose und auch sein Serum, das ja auf okkulten Ritualen basierend ist, sein Verstand immer mehr. Und er ist einfach nur noch ein Wahnsinniger, aber auch ein Dämon. Er ist unsterblich. Also da haben wir wieder den schönen Trash-Faktor. Das ist jetzt erstmal das, was ich verraten möchte. Das ist schon sehr viel verraten, Erik. Es kommt alles anders, als man dann wirklich denkt. Okay. Deshalb kann ich das auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen. Seid einfach mal gespannt. Lehnt euch entspannt zurück, weil es wird alles anders kommen, als es dann wirklich jetzt schon angepriesen ist.
Okay, ja. Dann ich denke, das reicht. Dann machen wir mal alle Winke, Winke in die Kamera. Und ich sage danke, danke für die Zeit. Ciao. Gerne, danke schön. Tschüss.